Guten Tag Leute, hier sind wir mal wieder mit dem Clan Drachenfels und heute zeige ich euch die Quest in Vollhelm im Rift. Und dafür müssen wir jetzt allererstes mal mit der Frau hier oben sprechen. Ich habe gehört, ihr hättet einen verlorenen Schrein in der Pilzgrotte entdeckt. Wie gruselig. Ein Helden des Paktes trifft man nicht grundlos auf seiner Türschwelle an. Was bringt euch in ein verschlafenes Dorf wie Vollhelm? Ich suche nach Bruchstücken von Wutrat. Iskramos Axt wurde zerschmettert. Wutrat ist zerbrochen? Ich frage mich, ob es da einen Zusammenhang gibt. Wir sind von Untoten umzingelt und sie kommen in Wellen heran. Wir rechnen bald mit einem weiteren Angriff. Wer befehligt diese Feste? Tane Unwald. Unwald Eisenhand. Ihm wurde diese Feste gewährt, als er sich zur Ruhe setzte. Ihr könnt versuchen, mit ihm zu sprechen, wenn ihr wollt. Aber nun, nach allem, was er durchgemacht hat, schätzt er Besucher nicht besonders. Es ist wohl besser, wenn ich schnell mit ihm spreche. Der Tane hält Hof in der Halle. Lebt wohl. So, nachdem wir mit der Frau gesprochen haben, müssen wir jetzt erstmal weg. Und das habe ich jetzt mal alles im Schnellvorlauf gemacht, damit es nicht zu lange dauert, das ganze Video. Also, ja, jetzt heißt es wieder mit dem Typen hier vorhin sprechen. Und wer seid dann ihr? Ein weiterer Spion der Jarle, ne? Bestimmt sollt ihr mich erdolchen. Also, sprecht, Hund! Wutrat wurde zerschlagen. Ich suche nach dessen Bruchstücken. Tja! Ihr haltet mich wohl für einen Narrenkind. Iskramors Axt ist in der Fahlsteinhalle sicher. Sie wurde gestohlen, Tane. Selbst wenn dieses Garn wahr wäre, was bringt euch auf die Idee, dass ich so etwas haben könnte, hä? Habt wohl vor, mir die Schuld zu geben und dann die Kehle durchzuschneiden. Ich bin nur an den Bruchstücken interessiert. Schön klingen eure Worte. Und schön mag auch euer Gesicht sein. Doch ich sehe die Jarle in den Schatten hinter euch. Nicht genug, dass sie mich hierher ins Exil schickten, dass sie mich unter den Teppich gekehrt haben. Jetzt planen sie auch noch, mich verschwinden zu lassen. Sie kriechen den Dunkelelfen in den Hintern. Allesamt. Lebt wohl. Euer Argwohn hat seine Gründe, mein Tane. Sicher kann nichts Iskamors Axt etwas anhaben. Ich möchte euch bitten, selbst mit diesem Fremden sprechen zu dürfen. Tragt euer Anliegen vor, Fremder. Ihr habt Glück, dass ich eingeschritten bin. Ich habe nur die Wahrheit gesprochen. Das sagt ihr. Der Verdacht meines Tanes ist berechtigt. Ihr kommt zu uns mit Geschichten über eine zerschlagene Legende. Ihr habt keine Beweise. Dann habt ihr also keine Gerüchte darüber gehört, dass ein Bruchstück hier irgendwo in der Nähe sein könnte? Keine. Nun, die Untoten könnten die Feste meines Tanes jeden Moment wieder angreifen. Dies ist sein Heim und wir werden es verteidigen. Ihr habt keine solche Verpflichtung. Es wäre wohl am besten, wenn ihr dieses Anwesen eiligst verlasst. Dann lebt wohl. So, jetzt müssen wir wieder rausgehen. Und jetzt heißt es, mit der Frau sprechen. Gebt meinem Großvater sein Verhalten. Er steht neben sich. Ich brauche Hilfe. Die Dinge hier laufen schon länger aus dem Ruder. Was genau geht hier vor sich? Großvater fühlte sich von den Jarlen schon immer schlecht behandelt. In letzter Zeit ist er zu der Überzeugung gelangt, dass sie planen, ihn zu töten. Irgendein armer Tropf kam mit einer Nachricht von Jarl Angjord. Großvater beschuldigte ihn, ein Meuchelmörder zu sein. Er wurde enthauptet. Was hat diese Veränderung in ihm ausgelöst? Ich sage es ja nur ungern, aber Thorulf war schon Großvaters Huskarl, als ich noch in Windeln herumlief. Er wirkte schon immer kühl, abgehoben. In letzter Zeit hat er sich jedoch verändert. Wie verändert? In letzter Zeit führt er den Hofstaat. Er sagt Großvater, was er zu tun hat. Ihr habt es gesehen, oder nicht? Großvater hat euch nicht wegbefohlen. Thorulf tat es. Also, warum habt ihr mich hier rausgerufen? Ich möchte Thorulfs Zimmer durchsuchen, aber er schließt es immer ab. Seine Wache Sirkidur hat den Schlüssel.
Mich haben sie beide schon in Verdacht. Ihr hingegen habt vielleicht eine Chance. Gelangt hinein. Wenn ihr irgendetwas findet, trefft mich oben. Lebt wohl. So, jetzt sollen wir wieder reingehen. Und jetzt kommt das eigentliche, ich sag mal, Schwierige an der Mission. Und zwar jemanden finden, der den Schlüssel hat. Schau's mal vor. Zurzeit habe ich gut zu tun, Freund. Und nehme keine Wünsche entgegen. Kennt ihr noch andere Lieder? Oh, ei. Aber das sind die einzigen Lieder, die der Tane hören will. Sie erinnern ihn an seine Tage als Plünderer. Mir ist es gleich, solange er Gold dafür springen lässt. Seid ihr im Tane oder Thorulf treu ergeben? Sehe ich aus wie ein Nord? Ha, ich bin ein Reisender wie ihr, Freund. Ich spiele dort, wo es gutes Geld gibt. Auch wenn Thorulf in dieser Hinsicht manchmal etwas knauserig ist. Als ich das letzte Mal erwähnte, was man mir schuldet, drohte er mir, die Kehle durchzuschneiden. Ich muss in Thorulfs Zimmer. Könnt ihr dabei helfen? Nun, wie interessant. Ich hatte vor, schnell da reinzuschlüpfen, meine Bezahlung zu holen und dann zu verschwinden. Aber wenn ihr lieber euren Kopf statt meinen riskieren wollt, werde ich euch nicht aufhalten. Begleicht meine Schulden und der Schlüssel zum Zimmer ist euer, mein Freund. Nun ja, jetzt könnt ihr euch ja aussuchen, ob ihr bestechen wollt, wie auch immer, eine andere Art oder einschüchtern. Das werde ich jetzt einfach mal machen. Gebt mir einen Schlüssel oder ich sage Thorulf, dass ihr ihn gestohlen habt. Du kleiner Skever. Alles nur ein Plan, um mir meinen hart verdienten Lohn abzuluxen, was? Na gut, nehmt den Schlüssel. Ich weiß, wenn man mich ausmanövriert hat. Es ist Zeit, den Verlusten ein Ende und sich auf den Weg zu machen. Lebt wohl. So, damit haben wir jetzt den Schlüssel und jetzt heißt es eigentlich in den Raum reingehen nur noch und die Sachen rausholen. Etwas gefunden. Ich habe dieses Flugblatt in seinem Quartier gefunden. Bei Ismirs Bart! Arkai der Feind? Ein Nekromantentraktat. All diese Jahre und Thorulf verrät uns an die Toten. Er muss ein Wurmkultist sein. Ja, aber wer wird uns glauben? Mein Großvater hatte um den Finger gewickelt. Die Wachen wagen es nicht, sich ihm zu widersetzen, denn schließlich müssen sie um ihren Kopf fürchten. Können wir ihn irgendwie bloßstellen? Nein, ich kann... Halt! Großvaters Schwert! Knochentod! Als die Toten das erste Mal angriffen, führte Thorulf eine Gruppe hinaus, um es zu holen. Thorulf sagte, dass die Klinge vernichtet und seine Leute getötet wurden. Er führte eure Wache in einen Hinterhalt. Der Bastard. Er kann sie unmöglich vernichtet haben. Sie wurde dutzende Male von Arkai gesegnet. Holt Knochentod. Die Klinge liegt an einem Ehrenmal für Großvater, gleich südlich der Feste. Bringt sie zurück und ihr beweist damit, dass Thorulf ein Lügner ist. Lebt wohl. So, jetzt kommt das eigentliche, wirklich eigentlich, sag mal, Schöne und Lustige an der Story hier, und zwar das Töten gegnerischer Kreaturen. Also es fängt jetzt so langsam an, endlich. Darauf habt ihr, denke ich, mal alle gewartet. Ich habe das Ganze mal vorgespult für euch, weil sonst, naja, wird es doch viel zu lange dauern. Und wenn es noch länger dauern würde, ich wüsste nicht, was ich sonst noch machen sollte. Also okay, dann geht's mal hier weiter.
So, nachdem wir die Waffe haben, müssen wir wieder zurück. Aber den Rückweg habe ich mal rausgeschnitten, komplett. Den kennt ihr jetzt. Wie ich sehe, habt ihr noch weiteren Besuch. Während ihr weg wart, hat mir Thorolf einen Vorschlag unterbreitet. Ich habe ihm klargemacht, wohin er sich diesen packen kann. Widerlicher Kerl. Was gibt es Neues? Ich habe Knochentod, Heilfrieda. Ich wusste es. Dieser verlogene Abschaum von einem Skeva. Kommt, wir müssen es Großvater zeigen. Ich bin sicher, dass er... Halt! Ist das Yaraki? Lebt wohl. Die Untoten. Sie marschieren auf mein Herr. Wir halten die Treppe, aber nur gerade so. Jeder, der hier kämpfen kann, begebt euch nach draußen. Ich muss meine Dolche holen. Was werden wir gegen Thorulf tun? Ich würde ihm selbst gern die Kehle durchschneiden, wenn ich könnte. Aber dafür ist keine Zeit. Nicht mit all den Toten auf unserer Schwelle. Kümmert euch um die Toten. Haltet den Angriff auf. Danach werden wir Thorulf als das entlarven, was er ist. Damit schließen wir dann schon mal erstmal die Quest ab. Um Thorulf kümmern wir uns später. Ich weiß, dass unsere Soldaten bis dahin die Mauern halten können. Und dennoch, Dunkelelfen verteidigen, Nord greifen an. Was schwebt euch vor? Die Toten können sich noch Wochen gegen die Mauern werfen. Wir müssen sie unbedingt zurückdrängen. Öffnet die Straßen nach Riften und Steinfälle wieder. Seid ihr bereit für einen Sturmangriff? Zeigt den Männern, dass Knochentod wieder sinkt. Sagt mir nur, was ich tun muss. Führt uns. Die Soldaten hier werden Knochentod alle erkennen und sich hinter euch sammeln. Als die Untoten angriffen, haben wir bei ihrer ersten Attacke 4 Wachposten verloren. Erobert sie zurück! Zeigt den Männern, dass wir uns nicht einschüchtern lassen! Betrachtet es als erledigt. Und jetzt wird endlich noch mehr gekämpft. Ja, jetzt heißt es erstmal nur kämpfen und die Banne erobern. Da werdet ihr, denke ich mal, etwas mehr Spaß daran haben, als die ganze Zeit mit Leuten zu quatschen. War halt eben ein sehr großer Teil dieser Mission. Naja, dann lasse ich euch mal in Ruhe beim Zugucken. Genießt die Kämpfe. So, nachdem ihr alle 4 Bannen erobert habt, wieder zurück. Ich bin froh, dass ihr zurück seid. Wir haben ein kleines Problem. Die Untoten haben eure Lagerscheune in Brand gesteckt. Nein, das waren wir. Die Bastarde haben sich von unten reingegraben. In eine alte Höhle, die wir als Lager benutzen. Während wir die Mauern verteidigt haben, haben sie uns einfach unterlaufen. Das Feuer hält sie in Schach. Aber nicht für immer. Dann müssen wir dort hinein. Ich hatte gehofft, der Held von Balfoyen, Aschberg und sonst wo würde sich freiwillig melden. Wenn ihr genug von ihnen zermalmt, zeigt sich vielleicht der Wurm, der hinter allem steckt. Viel Glück! Lebt wohl!
So, jetzt heißt es erst einmal den Boss töten. Ja, macht auch Spaß. Macht Erfahrung, Errungenschaft und so weiter und so fort. Naja, ihr kennt es. So, natürlich die letzten Momente des Bosses in Zeitlupe mit der Attacke Seelenschlag. Eine sehr schöne und starke Attacke. Ich kann sie euch nur weiterempfehlen. Und ja, geht auch wieder zurück. Bitte, ich konnte ihn nicht aufhalten. Was ist passiert? Dank sei Kühne, ihr seid zurück. Während alle anderen damit beschäftigt waren, den Angriff zurückzuschlagen, hat Thorulf ein Skelett im Herrenhaus erhoben. Er sagte meinem Großvater, dass die Untoten eingedrungen seien und wir alle sterben würden. Der Tanner hat ihm geglaubt? Nicht nur das. Er ist verrückt geworden, völlig wahnsinnig. Ich befürchte, er könnte sich umbringen. Dann kam Sjaraki rein und sagte, ihr würdet die Skelette unter der Scheune zurückdringen. Als Thorulf das hörte, bekam er einen ganz wilden Blick und rannte davon. Der Tanner ist im Herrenhaus und Thorulf flieht? Wenn wir Großvater helfen, wird Thorulf entkommen. Aber wenn wir Thorulf nachsetzen, wird Unwald sterben. So, hier könnt ihr ja mal wieder sehen. Ihr müsst schon wieder eine Entscheidung treffen. Entweder den Tarn retten oder Thorulf töten. Ich habe mich dafür entschieden, den Tarn zu retten. Das andere müsst ihr halt eben selbst herausfinden. Bleibt zurück. Ich weiß, was ich tun muss. Wozu dient diese Fackel? Ha! Mich wird kein verdammter Nekromant missbrauchen. Ich werde brennen, genau wie meine Tochter vor all diesen Jahren. Mich wird niemand auferstehen lassen. Ihr müsst das nicht tun. Lügner! Thorulf hat mich gewarnt, dass ihr solche Dinge sagen würdet. Meine Soldaten sind tot, meine Feste verloren. Aber mich werdet ihr nicht durch dunkle Magie auferstehen lassen wie eine Marionette. Thorulf ist der Nekromant, nicht ich. Wir haben Beweise, fragt Helfrida. Was? Nein. Thorulf ist schon mein Huskarl seit... Ich hätte das doch gemerkt. Erst vor einigen Wochen gab er mir einen Beweis seiner Treue. Einen Beweis? Schaut es euch selbst an. Ein Teil einer Waffe. Er sagte, dass sie schon mit Iskramor rüberkam. Dass sie seit Generationen im Besitz seiner Familie war. Kein treuloser Nord hätte ein solches Geschenk gemacht. Das ist ein Bruchstück von Wutrad. Deshalb bin ich hierher gekommen. Mein Geist! Alles scheint jetzt so viel klarer zu sein. Es hielt mich in einer Art Bann. Bei Shors Knochen. Was habe ich mir nur gedacht? Was habe ich getan? Thorulf hat etwas mit dem Bruchstück getan. Er hat es benutzt, um euch den Geist zu verwirren. Richtig. Ich muss mich um ihn kümmern. Und das werde ich auch. Ihr hingegen habt meine Halle gerettet. Ich stehe in eurer Schuld. Bitte behaltet Knochen tot und führt ihn an meiner Stelle. Meine Tage als Abenteurer sind vorbei. Und was dieses verfluchte Bruchstück angeht, Halfrida wird es sicher aufbewahren, bis ihr es wieder braucht. Okay, so, damit schließen wir schon mal die Quest ab. Und wären dann soweit fertig eigentlich komplett mit dem Dorf? Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ich konnte euch weiterhelfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.